Herzlich willkommen zum Kurs Sprint Retrospektiv, Kapitel 2 von 7. Dieser Kurs ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Wir befinden uns in Kapitel 2, dem Intro. Eine kleine Übersicht. Wir schauen uns zuerst den Ablauf des Intros an, anschließend die Agenda, die Vegas-Regel, die oberste Direktive, die Beschlusskontrolle und weitere Teamregeln. Doch zuerst zum Ablauf des Intros. Das Intro besteht aus einer Agenda, der Vegas-Regel, der obersten Direktive, der Beschlusskontrolle sowie weiteren Teamregeln. Das Intro stimmt auf die Retrospektive ein. Zur Agenda. Um den Teilnehmern Sicherheit über den Ablauf der Retrospektive zu geben, wird die Agenda zu Beginn vorgestellt. Die Agenda ist mit den geplanten Zeitvorgaben für die Retrospektive versehen. Dies hilft den Teilnehmern, den Verlauf der Retrospektive einzuschätzen. Ich habe also ein Intro, 5 Minuten mache ich mit einem Poster. Set the Stage, 10 Minuten mit Stimmungsbilder. Got the Data, 20 Minuten mit This is Klaus. Generate Insights, 20 Minuten mit 5 Whys. Decide what to do, 20 Minuten mit der Aktivitätenliste. Closing, 15 Minuten mit einem Blitzlicht. Dies hängt natürlich je nach Art und Team ab. Wenn ich beispielsweise im Forming bin, habe ich dann andere Methoden als im Storming. Oder auch wenn ich mir einen Fokus auf das Produkt oder die Zusammenarbeit mit einem Product Owner legen möchte, werde ich andere Techniken nehmen, als wenn ich Teamprobleme anschauen möchte. Nun zur Vegas-Regel. Die Vegas-Regel ist auf einem Flipchart oder einem Poster vermerkt. Der Moderator weist die Gruppe auf die Wichtigkeit dieses Verhaltens hin. Jeder der Teilnehmer muss sich sicher fühlen, findet eine Retrospektive in einem Umfeld statt, das über Gerüchte und Mutmaßungen funktioniert, werden die Beteiligten nichts sagen, was sie später angreifbar oder verletzlich macht. Daher vereinbaren die Beteiligten zu Beginn der Retrospektive die Vegas-Regel. Diese lautet im Original: What happens in Vegas stays in Vegas. Abgewandelt auf ein Scrum-Team wäre dies wie folgt: Alles, was wir besprechen, bleibt bei denen, die jetzt hier sind. Es sei denn, wir vereinbaren gemeinschaftlich am Ende der Retrospektive eine Öffnung. Zur obersten Direktive. Das Team erinnert sich zu Beginn jeder Retrospektive an die oberste Direktive. Wir sind tief davon überzeugt, egal was wir heute erkennen, dass alle Beteiligten zu jedem Zeitpunkt nach bestem Wissen, Gewissen und Kenntnisstand gehandelt haben. Wenn alle nach bestem Wissen, Gewissen und Kenntnisstand gehandelt haben, stellt sich die Schuldfrage nicht. Man schaut also nicht an, wer ist schuld, sondern warum haben wir zu diesem Zeitpunkt so gehandelt, hatten wir zu diesem Zeitpunkt dieses Wissen. Es stellt sich die Frage, wie jedes Teammitglied in einer ähnlichen Situation heute handeln sollte, damit ein verändertes, hoffentlich verbessertes Ergebnis entsteht. Zur Beschlusskontrolle. Zu Beginn jeder Retrospektive wird das Ergebnisposter der letzten Retrospektive aufgehängt. Der Moderator kontrolliert zusammen mit dem Team, ob alle Punkte erfüllt bzw. abgearbeitet wurden. Und es gibt noch weitere Teamregeln. Die kommende Zeit ist der Reflexion der letzten Projektarbeit gewidmet. Daher ist dafür zu sorgen, dass alle Teilnehmer sich auf die Retrospektive fokussieren. Mögliche Regeln für Meetings sind: Keine Ablenkung, das heißt alle Arbeits- und Mobilgeräte sind ausgeschaltet. Es werden keine Anfragen von Nichtteilnehmern beantwortet, weder telefonisch noch per Mail oder direkt. Es gibt alle 45 Minuten eine gemeinsame Pause von 5 Minuten. Ich bedanke mich, dass Sie diesen Teil mit mir angeschaut haben und ich hoffe, Sie im Kapitel 3 wieder treffen zu dürfen.